Mit einer handfesten Sensation endete der WAZ-Pokal in Recklinghausen, in dem die Dreierwette Via Mauritz Tundra Vierländerin mit einer sechsstelligen Quote honoriert wurde. Die fünfjährige Via Mauritz aus dem Stall des Ex-Bundesliga-Profis Willi Lippens, die bereits bei ihrem Vorlaufsieg überrascht hatte, wuchs in der Entscheidung einfach über sich hinaus und erlief sich in der Hand ihres Trainers Olaf Hagen zuletzt einen knappen Vorteil. Hinter der ihr Gewinnkonto fast verdoppelnden Siegerin holte sich die zu dieser Gelegenheit von Uwe Zevens gesteuerte Vorjahressiegerin Tundra mit einer ihrer besten Saisonleistungen den Ehrenplatz gegen Vierländerin. Fair Lady ist im Vorteil. Fair Lady und Tundra an der Außenseite. Tundra an der Außenseite ist im Vorteil. Dahinter Via Mauritz. Innen Chrissy, Tundra und Fair Lady. Via Mauritz ganz außen. Kampf um Sieg und Plätze. Tundra und Via Mauritz ganz an der Außenseite. Via Mauritz ganz an der Außenseite ist zur Stelle und vielleicht auf der Linie sogar noch.